Also es ist wirklich für mich ein Riesenabenteuer. Ich würde sogar sagen, das größte Abenteuer meines Lebens. Hallo, ich bin die Ina, ich bin 44 Jahre alt. Das ist meine wundervolle Tochter Kaya. Sag mal hallo. Hallo. Ja, da hinten ist mein Mann, Uli. Beruflich habe ich schon sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht, und zuletzt war ich in einer IT-Firma tätig, war aber jetzt aktuell die letzten Wochen auf der Suche nach neuen Herausforderungen und da hat sich tollerweise die Chance für mich ergeben, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen. Wir sind alle total gespannt und jeder freut sich hier mit mir und ja, die nächsten Wochen werden aufregend. Ah, ich denke mal, Respekt habe ich sicherlich vor der einen oder anderen Challenge. Man weiß ja aus den letzten Sendungen, dass da auch schon mal was Sportliches auf einen zukommen kann und viele Dinge mit High Heels, mit nicht so ebenen Boden und ich glaube, da werde ich schon auch mal feuchte Hände bekommen. Ne? Mittwochmorgen und endlich ist der Tag der Tage. Ich habe einen Friseurtermin. Ja, abgesehen von dem Grau und von dem Strohigen. Genau, muss das jetzt alles mal heute wieder schön gemacht werden, damit ich dann auch anständig aussehe, wenn ich zur Sendung fahre. Und ich habe fertig, ich habe die Haare schön und ja, ich bin total happy, dass ich endlich wieder anständig auf dem Kopf aussehe. Shoutout an meinen Lieblingsfriseur, du bist der Beste. Ach, ich bin einfach ein lockerer Typ, ich bin lebensfroh, ich liebe das Leben, ich bin zufrieden mit mir selber, ich bin ein natürlicher Typ, ohne viel Shishi, ohne viel Schnickschnack und ich denke einfach, dass ich das ja, einfach so genieße und versuche gar nicht so verbissen dran zu gehen, dass das vielleicht jetzt gerade noch das ist, was mich so von den anderen abhebt, das könnte ich mir vorstellen. Das ist hier mein kleiner süßer Hund, der Franzl. Den werde ich so sehr vermissen in der Zeit. Ja, es wird eine Herausforderung werden, aber ich freue mich auf alles, was kommt. Ich finde, es wird Zeit für ein Germany's Next Topmodel jenseits der 20 und 30. Es wird mal Zeit für einen sogenannten Best-Ager. Und ich denke, die kann ich sein. Ja, ich weiß, dass es großartig wird. Egal, was dabei rauskommt und wie lange ich dabei bin, es wird großartig. Und deswegen ist es einfach nur geil. Schönen Tag noch.